Liebe T-Online-User, heute melde ich mich mal vom Stürmtaler See. Ich genieße noch mal das fantastische Wetter ja im Osten Deutschlands am Mittwoch noch mal über 30 Grad. Insgesamt war der September ja wirklich außergewöhnlich. Am Dienstag wurden in NRW zum Teil 36 Grad gemessen, neue Septemberrekorde. Die Nacht zum Mittwoch zum Teil tropisch, außergewöhnlich für September. Zudem war es natürlich auch außergewöhnlich trocken. Und jetzt kommt das Nächste, nämlich es gibt einen heftigen Temperatursturz. Der Wind dreht von Süd auf Nord, so werden in Teilen Deutschlands die Temperaturen am Donnerstag zum Teil über 10 Grad niedriger liegen. Also man muss sich deutlich wärmer anziehen. Schon am Donnerstagmorgen gibt es Richtung Niedersachsen und Schleswig-Holstein einstellige Temperaturen. Im Norden insgesamt maximal 15 bis 18 Grad. Auch in der Osthälfte werden nicht mal 20 Grad erreicht. Im Süden Bayerns starten wir mit dicken Wolken und letzten Schauern und Gewittern. Die ziehen aber in die Alpen ab. Dann ist es überall trocken. Aber in der Ost- und Südhälfte gibt es doch ein paar lockere Wolken. Im Südwesten Deutschlands merkt man von diesem Temperatursturz nicht allzu viel. Hier nochmal 22 bis 27 Grad. Aber die Nacht zu Freitag, da muss man sich vor allem im Norden und auch in der Mitte Deutschlands warm anziehen. Zum Teil Bodenfrost, Tiefstemperaturen von 3 bis 8 Grad. Da wird es also wirklich frisch. Kein Schnupfen kriegen, wirklich deutlich wärmer anziehen. Und morgen an dieser Stelle gibt es mehr vom Mittelmeer. Da hat sich nämlich ein heftiger Sturm zusammengebraut, ein Mediken.